Freunde, ich habe was Unglaubliches getan. Ich habe alle meine Mods und alle meine Packs gelöscht. Wir spielen heute Sims, nämlich nur mit dem Base-Game. Emily, bei aller Liebe, aber nein. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass man beim Base-Game nur 2 Reihen hat. Und ich habe meinen Sim nie hochgeladen. Ich heul gleich. Ich weiß aber, dass ihr mich erstellt habt. Hier zum Beispiel. Von Carlos Baba. Inhalte nicht installiert, Leute. Ich weiß echt nicht, ob ich früher oder später heute anfange zu heulen. Ha, wie sieht der Sim denn aus? Oh, eh voll gut. Ich meine im Sinne von, sie hat Kleidung an. Was will man mehr? Ich würde meine Haare jetzt tatsächlich ein bisschen kürzer machen. Das ist eine Base-Game-Frisur. Die finde ich super schön. Passt, glaube ich, gerade ganz gut. Und sonst haben wir, glaube ich, auch überall Kleidung an. Okay, bei der Party-Kleidung nicht. Und beim Winter-Outfit. Aber ich habe sowieso keine Jahreszeiten installiert, also ist das eh egal. Okay, dann mache ich mir jetzt noch schnell ein Party-Outfit. Mit den Base-Game-Klamotten. Das ist eigentlich ganz schön. In schwarz. Haben wir da vielleicht ein cooles Unterteil dazu? Ja, viel gibt es nicht. So einen Glitzerrock? Oder vielleicht bei den Kombinationen? Ich habe ja mal alle Base-Game-Klamotten bewertet. Von dem Video kriege ich bis heute Kopfweh. Aber ich habe natürlich nicht gemerkt, was wir hier alles haben. Aber ich finde das Kleid eigentlich richtig gut. In Gelb, so wie immer, Leute. Ihr wisst, ich und mein Gelb sind unzertrennlich und da brauchen wir noch irgendwelche Schuhe. Ich würde im echten Leben nie hohe Schuhe anziehen. Aber wir sind bei die Sims. Hier können Träume wahr werden. Deswegen bekommt mein Sim jetzt einfach hohe Schuhe. Ja, und sonst eher kritisch hier, würde ich mal sagen. Ich klatsche nämlich normalerweise immer total viel in das Gesicht von meinem Sim. Aber wir haben hier nichts mehr. Ein paar Sommersprossen könnte ich mir geben. Oder Falten. Die kriege ich heute bei dem Video definitiv. Und auch diese EA-Wimpern. Wild. Einfach wild, Leute. Bisschen Schminke vielleicht. Da gibt es ja zum Glück ordentliche Sachen von Sims. Den finde ich ganz schön. Ja, und dann schauen wir uns mal das Gameplay an. Boah, wie mir auch gerade auffällt, dass ich keinen Reshader mehr im Spiel habe. Also die Farben von meinem Spiel sind ganz anders. Und Emily, ich brauche deine Hilfe nicht. Wir haben Willow Creek, Oasis Springs oder Newcrest. Vorsicht, in dieser Welt gibt es keine guten Einsteigergrundstücke für dich. Emily, lass mich doch selber entscheiden, was ich machen will. Meine Güte, diese Frau, ey. Aber ich würde ehrlich gesagt lieber in Oasis Springs wohnen. Sie schlägt uns diese 3 Grundstücke vor und deswegen nehme ich jetzt das da drüben. Emily, geh mir nicht auf die Nerven. Okay, wir werden jetzt einfach eines von denen auswählen. Wir können uns natürlich auch ein Haus aus der Galerie aussuchen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das günstigste von denen hier. Ich werde sie aber unmöbliert kaufen. Ich möchte es nämlich selber einrichten. Mit Base-Game-Möbeln. Und das ist es jetzt. Unser Zuhause. So sieht das Ganze von innen aus und wir werden es jetzt einrichten. Emily, ich drücke schon zum 100. Mal. Nein, danke. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Wir werden jetzt als erstes überall mal Lampen platzieren, damit ich was sehe. Und dann starten wir mit der Küche. Okay, die Möbel gehen aber voll klar. Und cheaten, meine lieben Freunde. Kann ich ja im Base-Game zum Glück auch. Oh mein Gott, Halleluja, zum Glück kann ich das machen. Deswegen ist es voll egal, wie teuer diese Küche jetzt wird. Wir gönnen uns einfach. Perfekt, das finde ich schon richtig gut. Dann hier noch einen Kühlschrank dazu. Und ein Herd darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, irgendwie sieht das aber nicht ganz so toll aus. Aber wir haben immerhin Küchenschränke, die da dazu passen. Haben wir vielleicht eine bessere Farbe? Ich finde das Schwarze irgendwie gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich in echt eine schwarze Küche kaufen würde. Aber wir sind bei Sims. Wir können hier auch ein bisschen aus uns rauskommen. Dinge ausprobieren, die wir in echt nicht machen würden. Deswegen wird es heute eine schwarze Küche. In der Küche brauchen wir dann natürlich hier auch noch einen Esstisch. Auch in schwarz. Boah, Leute, das finde ich gerade super seltsam. Ich würde mir nämlich in echt tatsächlich nie schwarze Möbel kaufen. Aber hier auf diesem Grundstück fühle ich es gerade. Dürfte ich den Stuhl da bitte platzieren? Hallo? Jetzt aber. Ein riesengroßer Esstisch für die Freunde, die ich nicht habe. Aber egal, die werden wir gleich noch finden. Und dann hier noch ein Teppich dazu. Ja, warum eigentlich nicht? Für das Wohnzimmer hätten wir dieses Sofa hier. Müssten wir jetzt farblich eigentlich auch irgendwie passend zur Küche machen. Weil das halt ein Raum ist. Oh, und wir drehen das Ganze so rum und machen den Fernseher dann an diese Wand. Hier noch so ein Beistelltisch. Ein paar Pflänzchen. Okay, Leute, ich muss sagen, ich bin gerade gar nicht so enttäuscht von dem Baumodus. Man hat eh total viel Sachen jetzt schon so. Das finde ich richtig cool. Ich dachte mir so, okay, wir haben sicher nur so 1, 2 Möbel. Aber man kann wirklich was draus machen. Also nicht, dass das jetzt so wunderschön ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier noch ein Klo und auch eine richtig schöne Dusche. Hallo, hallo, hallo. Ich bin gerade richtig begeistert. Seht euch diese Möbel an und das alles nur beim Base-Game. Richtig gut. Wir können von mir aus auch noch den Boden verändern. Dann sehen wir nämlich auch, dass wir noch andere
andere schöne Böden haben. Den hier zum Beispiel, den sehe ich sonst nie. Passt jetzt vielleicht nicht in das Haus, aber finde ich eigentlich auch richtig gut. Wandfarben auch nicht schlecht. Okay, Creator-Sim-Modus, absolut enttäuschend. Aber Baumodus überzeugt mich gerade richtig. Oh, außer die Doppelbetten vielleicht. Die finde ich nicht ganz so cool. Aber sie tun's. Könnte viel schlimmer sein. Ich lieb's, wenn ich das sage. Dann platzieren wir hier noch einen Schreibtisch. Oh, ich glaube, da kommt mein Sim nicht mehr durch. Schwierig. Einen kleinen Schreibtisch haben wir nämlich beim Base-Game nicht. Dann machen wir es vielleicht hier. Geht das besser? Wenn wir das Bett so hinstellen, dann sollte sich das eigentlich alles ausgehen. Ja, mega. Ein Bücherregal wäre natürlich auch nicht schlecht. Da haben wir auch ein paar schöne, auch viele verschiedene, die richtig gut dazu passen. Kann man echt nichts sagen. Dann hier drunter noch einen Schachtisch. Wir haben das Geld, warum also nicht? Oh, auch Teleskope gibt's im Base-Game. Wir könnten auch eine Rakete bauen. Und die ganzen Instrumente gibt es auch. Ich finde das Video gerade richtig cool, weil ich halt echt jetzt erst merke, was man vom Basisspiel jetzt gratis alles schon dazu bekommt. Ja, mega. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, sind vielleicht die Sims. Schwierig, Leute. Ganz, ganz schwierig. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal unser Zuhause. Wir werden jetzt in das Teleskop schauen, den Himmel beobachten. Hier drüben könnten wir auch fischen gehen. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch erreichen will, ist, dass ich meine große Liebe finde und eine beste Freundin oder einen besten Freund vielleicht. Und ich sehe mich jetzt schon verzweifeln. Oh, ich wollte gerade reisen gehen und das sind alle Schaltflächen, die es gibt. Okay, da hatte ich früher definitiv mehr. Egal, wir gehen jetzt mal reisen. Oh, und wir haben hier unten jetzt keine Wettereinstellungen mehr. Wir haben zwar einen Neumond, aber das bringt uns auch nicht viel. Wir haben das Werwolfspack nämlich nicht mehr. Und jetzt reisen wir in den Park und treffen hoffentlich jemanden. So, die erste Person, die wir sehen, wird meine große Liebe. Okay, Leute, es ist einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich will es nicht so lange rumsuchen und ich will auch nicht zu lange darüber nachdenken. Oh, und hier haben wir schon jemanden, und zwar die liebe Nancy Landgrab. Hallo, freundlich vorstellen. Ich habe mich gerade Hals über Kopf in dich verliebt, liebe Nancy. Ich glaube aber leider, sie ist verheiratet. Naja, egal. Wir schauen trotzdem mal, ob das jetzt so schwer ist, sie von uns zu überzeugen. Wir reden mal über unsere Interessen. Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Immer stelle einen Sim-Modus. Das mache ich gleich. Wir können hier nämlich natürlich auch noch Vorlieben und so einstellen. Oh, ich habe auch nicht geschaut wegen den Merkmalen. Das sind natürlich auch viel weniger ohne Packs. Auch die Bestreben natürlich. Ah, ja, Leute, ich sag's euch. Der Creator-Sim-Modus, schwierig. Und mir ist auch gerade eingefallen, vielleicht wäre es cooler, wenn wir uns einen Mann suchen. Vielleicht wird Nancy unsere beste Freundin. Ich will nämlich sehen, wie Schwangerschaften ohne irgendwas funktionieren. Nancy ist gelangweilt von uns. Ich gebe mein Bestes. Ich erzähle irgendwelche Sachen über Fledermäuse und Bären. Ich werde auch eine tiefgründige Unterhaltung mit dir führen. Jetzt rede ich auch noch über Roboter. Also diese Gesprächsthemen gehen auf und ab, auf und ab. Da kann dir doch nicht langweilig werden. Oh, und ich wollte sagen, der erste Mann, der uns über den Weg läuft, der wird dann unsere große Liebe, aber warten wir vielleicht noch kurz, bis wir die Freundschaft hier geschafft haben. Oh, Nancy. Nein, renn doch jetzt nicht von mir weg. Aber ich muss sagen, Leute, es geht erstaunlich schnell. Mir fehlen hier jetzt natürlich viele Schaltflächen, die ich habe, wenn ich mit Mods spiele. Aber trotzdem habe ich immer noch genug Dinge, die ich mit ihr machen kann. Und unsere Freundschaft steigt auch richtig schnell. Also das hat jetzt nicht lange gedauert. Nancy! Bitte bleib stehen. Da unten ist Nancys Mann, Leute. Oh mein Gott, sollen wir das Drama wieder starten? Und warum rennt dieser Mann? Hallo, geht es Ihnen gut? Ich glaube nicht. Das bin ich, wenn ich an der Stelle einen Sim-Modus sehe. Aber Leute, wie sie einfach an ihrem Mann vorbeirennt. Oh, oh. Ich sehe das Drama. Wir werden uns hier jetzt lustig vorstellen. Ich glaube, das wird jetzt der Mann. Es tut mir leid, Leute. Aber das Drama. Wir leben für das Drama. Es muss jetzt einfach sein. Oh Gott, Jeffrey ist so netter Mann. Und ich werde seine Ehe zerstören. Bitten abzuhängen. Vielleicht geht er dann mit uns nach Hause. Okay, ich kann an einem Moment bleiben. Das reicht mir schon. Wir fragen ihn jetzt mal, ob er Single ist. Da läuft seine Frau vorbei. Unsere beste Freundin. Badada. Oh mein Gott, bitte lauf weiter. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber ich hoffe, die ist weit genug weg. Also alles gut. Dann können wir unseren Plan hier weiter vollziehen. Wir machen ihm mal ein Kompliment über sein Aussehen. Und jetzt versuche ich mit ihm zu flirten. Bitte. Bitte, das muss jetzt einfach funktionieren. Und er geht wirklich drauf ein, Leute. Oh mein Gott, er geht wirklich drauf ein. Unsere Freundschaft ist auch schon richtig gut. Wohin gehst du jetzt? Hallo? Es geht jetzt erst richtig los. Jeffrey, wohin gehst du? Jeffrey? Hier drüben, am Schachtisch. Nee, wir gehen jetzt nicht Gitarre spielen. Wir gehen jetzt eine Ehe zerstören. Es sind einfach so Sätze, die ich einfach viel zu oft mittlerweile in meinem Leben sage. Hätte ich nie gedacht, Leute. Oh no, 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 no. Oh no. Nancy ist wieder zurück und
hat das jetzt mitbekommen, dass ich mit ihrem Mann geflirtet habe. Oh mein Gott, aber die beiden sind jetzt sauer aufeinander. Also Nancy ist super sauer auf Jeffrey, aber nicht auf mich. Es gehören aber immer zwei Leute dazu bei sowas. Ich bitte ihn jetzt einfach mal um eine Verabredung. Obwohl seine Frau da hinten steht. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh, das war nicht der Plan, Leute. Das war absolut nicht der Plan. Noch könnten wir ihr einreden, dass sie das Ganze ganz falsch gesehen hat. Oh mein Gott, Leute, ich dachte schon, mein Spiel ist abgestürzt. Nee, alles ist gut. Puh, Glück gehabt. Ich würde mal sagen, wir nehmen ihn jetzt mit nach Hause. Und bei Nancy tun wir so, als hätte sie das komplett falsch interpretiert. Schach mit Verabredung spielen. Okay, alles klar. Also ich weiß ja nicht, wenn ich auf ein Date gehe, da will ich definitiv nicht Schach spielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also für mich ist das jetzt weniger romantisch. Aber es hat funktioniert. Dann erzählen wir ihm auch noch einen Witz. Wir haben hier oben nämlich Dinge, die wir erledigen müssen. Das ist natürlich immer so. Und wie wir einfach schon ein zweideutiges Gespräch haben. Und auch der Liebesbalken geht schon richtig schnell hoch. Okay, vielleicht liege ich komplett falsch. Aber ich habe das Gefühl, das geht schneller ohne Mods. Oder Jeffrey ist einfach ein super leichtes Opfer. Es tut mir so leid. Wie wir auch schon einen sinnlichen Austausch haben. Es ist so unangenehm, Leute. Ich könnte gerade heulen. Verabredung leidenschaftlich küssen. Ich glaube, es ist zu früh, Leute. Ich glaube, es ist zu früh. Ich muss noch ein bisschen mehr hier machen. Naomi weiß jetzt über die romantische Orientierung von Jeffrey Bescheid. Ich bin noch in der Erkundungsphase und probiere ein paar Sachen aus. Oh oh. Was treibt Jeffrey so in seiner Freizeit? Haben wir gerade den größten Betrüger von allen entlarvt? Er wirkt so nett und so freundlich, aber eigentlich treibt er ganz andere Sachen in seiner Freizeit. Ich kann nicht mehr. Könnt ihr jetzt bitte auch endlich mal aufhören, Schach zu spielen? Das geht jetzt einfach nicht mehr. Ja, der ist uns absolut verfallen. Deswegen würde ich mal sagen, wir werden jetzt den ersten Kuss mit ihm erleben. In unserem wunderschönen Base-Game-Haus. Let's go! Hallo, Leute? Passiert da heute noch irgendwas? Ja, 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 ja. Und er geht drauf ein. Wir haben gerade einen verheirateten Mann geküsst, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist was anderes, wenn ich das mit anderen Sims spiele. Aber wenn ich das mit meinem eigenen Sim spiele, tut das richtig, richtig weh. Und ich würde jetzt gerne ein Baby mit ihm machen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von ihm will. Hä? Die starten einfach direkt? Hallo? Da hat es jetzt gar nicht mehr viel gebraucht. Die starten das einfach direkt. Die haben jetzt einfach direkt ein Techtelmechtel. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Umwege. Das hat jetzt einfach so leicht funktioniert. Das ist einfach zu krass. Ich schwör's euch, Leute. Die Beziehungen aufbauen funktioniert besser ohne Mods. Ja, und jetzt machen wir direkt einen Schwangerschaftstest. Und wir sind tatsächlich schwanger. Oh mein Gott, wie lange spielen wir schon? Seit nicht so lange auf jeden Fall. Es ist ja 6 am Abend und wir haben es geschafft, eine Ehe zu zerstören und schwanger zu werden. Das ist einfach zu wild gerade. Jeffrey freut sich auf jeden Fall mal drüber. Nicht, dass der seine Frau jetzt für uns verlässt. Das brauche ich definitiv nicht. Oh, und jetzt müssen wir ewig lang warten, bis dieses Baby zur Welt kommt. Oh, wie anstrengend. Wir können uns ja in der Zwischenzeit mal einen Job suchen. Okay, das sind alle Jobs, die uns zur Verfügung stehen. Ich würde einfach mal sagen, ich werde Astronautin. Das ist so mega cool und so weit weg. Das könnte ich in dem Leben niemals mehr werden. Deswegen probieren wir es jetzt bei Sims. Aber wir werden es mal gemeinsam kochen. Und wir sehen uns wieder, wenn es Zeit für das hier wird. Okay, Leute, wir haben jetzt genau 3 Tage später und wir befinden uns in den Wehen. Also wir sind wirklich genau am Sonntag um 18 Uhr schwanger geworden. Wir können das Baby jetzt im Krankenhaus bekommen oder zu Hause. Da brauchen wir aber eine leere Wiege. Wenn wir das im Krankenhaus bekommen, dann wird sie wahrscheinlich einfach gehen und wir müssen warten. Und das Baby zu Hause bekommen kennen wir eh. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich dachte, es wird jetzt ein bisschen spannender. Naja, dann schicken wir sie einfach mal ins Krankenhaus. Und wenn man das an die Arbeit-Pack hat, dann kann man sie auch begleiten. Das haben wir jetzt leider nicht. Haben jetzt auch einen Jungen bekommen und nennen ihn 1, 2, 3 Markus. Alles klar. Hallo lieber Markus. Der hat auch automatisch eine Wiege dazu bekommen. Und ich muss es zugeben, Leute. Ich habe versucht, einen Sim loszuwerden. Und natürlich niemand anderen als den Vater von Markus. Der schwimmt auch schon seit ganzen 2 Tagen da drinnen. Aber es geht ihm einfach gut. Es passiert ihm nichts. Ich finde das richtig frech. Also Sims loswerden ohne Mods oder irgendwas ist richtig schwer. Ich werde ihn das mal zur Familie hinzufügen. Dann schauen wir mal, wie seine Bedürfnisse sind. Das ist wohl nicht sein Ernst. Der schwimmt seit 2 Tagen in diesem Pool und es geht ihm einfach gut. Absolute Frechheit. Freunde, ich habe was Unglaubliches getan. Ich habe alle meine Mods und alle meine Packs gelöscht.